So schaut er jetzt aus. Ich habe mir die ganze Sache dann mal im Detail angeguckt. Du hast ja nur eine Powerspule und die vier hier, die sind alle jeweils nur mit einem Draht gewickelt. Ja. Macht ja nichts. Er läuft zumindest. Also laufen tut er. Aber du siehst schon, die Neon-Klimmlampen, die werden immer schwächer. Hier hinten, die kommt jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, den Trigger dann doch parallel nehmen, anstatt in Reihe, so wie ich sie gerade gemacht habe, ist dann schon besser. Aber es ist mal interessant zu sehen. Ja, vorne ist alles und hinten ist nichts sozusagen. Konnte ich schon ein bisschen was draus lernen. Ich wollte nicht dir optimieren mit einem Read-Switch. Ja, hat es auch schon kurzzeitig so gehabt, dass es wenigstens hier geschalten hat. Dann hat auch der letzte geschalten. Also es geht besser mit Read-Switch. Ne? Aber gedreht hat er sich nochmal. Ja, also den kurzen Puls, den der Read-Switch dann durchschaltet, der reicht dann hier nicht aus in dieser Powerspule dann, um alle weiterzudrehen sozusagen. Und die restlichen, die. Ja, da ist ja keine Triggerspule mit drauf hier. Kann da kein richtiger Zurückschnalzback-EMF entstehen, wenn ich es mal so salopp ausdrücken kann. Ja, da kann meiner Erfahrung nur dabei entstehen, wenn zwei Drähte mindestens auf einer Spule drauf sind. Ja, dass die zwei Schlangen, die da miteinander verwickelt sind, sich gegenseitig drücken können im richtigen Moment. Ja, darauf kommt es ja an. Ja. Aber im Laufe dessen, beim Rumprobieren hier, habe ich was anderes Schönes gefunden und vielleicht gefällt es dir. Vielleicht. Das ist ja abmacht. Und das hängt jetzt einfach im Triggerdraht drin. Hier rechts und links ist der Trigger angeschlossen. Hier kommt der Trigger von der Spule. Hier geht er weiter zur Schaltung, einfach dazwischen in Reihe. Und da drüber, parallel sozusagen, sind jetzt ein Haufen Megaohm-Widerstände geklemmt worden. Also jede Taste hat ein Megaohm. Am Anfang mit 10, mit 14 Megaohm ungefähr reingehen und ab dann kann man mit einem Megaohm die jeweiligen Töne. Ach so, wenn man hier anklemmt. Und wenn der hier drin ist. Die tiefen Töne. Das ist der tiefste. Und wenn man dann hier anfasst, kann man auch noch mal fein die Töne ändern, wenn man möchte, ne? Ich habe es praktisch hier so. Unten wird es tiefer und hier wird es, glaube ich, höher. Nee. Tja, ja, wer da ein neues Musikinstrument lernen möchte, der kann jetzt auf Pulsmotor umsteigen, wenn er möchte. Kann Pulsmotor spielen. Vielleicht gefällt es dir. Ja, wie gesagt, mit dem Hintergedanken, ne, den einfach so ein bisschen pulsen lassen, da kommen ja trotzdem krasse elektromagnetische Pulse eben in der Frequenz raus, die man hier anstrebt. Ne, und mit diesen Kurven, ne, also mit diesen Einschalt- und Ausschaltkurven von so einem Bedini, die sehen meiner Meinung nach schon ein bisschen anders aus als die, die man mit stinknormalen Programmen machen kann, so wie Säge, Zahn, Rechteck und was es da nicht alles gibt. Ne, alles schön synchron und ach, hast du nie gesehen, aber ich glaube, in der Natur läuft nicht alles ganz so synchron ab. Glaube ich jetzt mal.